Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 3. Wir sind in Blistering Heights mit leicht modifizierter Ausrüstung. Also viel hat sie allerdings nicht getan. Und wir könnten ja mal unsere Artifacts und wir haben ja jetzt auch Power-Ops mal abgeben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Bei der Gelegenheit kann man dann vielleicht noch ein bisschen was von der Oberwelt erforschen. Weil wenn ich das richtig sehe, fehlen uns ja noch zwei Bereiche, größere Bereiche. Einmal die Fire Isle und dann im Norden, da wo diese, wo auch das böse Castle ist. Diese Eisinseln oder was das da sein soll. Da können wir ja dann einfach mal hingucken. Ach ja, und die Wüste, die haben wir ja auch noch nicht zu Ende gemacht. Unten im Süden. Okay. Wie spät haben wir es? Okay. Wo wollen wir denn jetzt hin am besten? Wo fangen wir denn? Fangen wir in Wilderbahn an. Z. So, da kann ich mir schon mal überlegen, wem ich die Power-Ops geben will. Ich meine, das ist ja im Moment noch egal. Wir müssen es uns nur merken. Du warst hier, ne? Ja. Ja. Okay. Das war der neutrale Teil. Dann gehen wir jetzt zum guten Schloss und... Jep. So. Du warst hier, ne? Ja. Okay. Können wir jetzt eigentlich mal aufsteigen? Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Okay, ich sehe schon. Können alle aufsteigen, aber dann geben wir trotzdem den Kram noch ab. So, dann gehen wir die ersten beiden dem Bösen. Dann haben wir da... fangen wir da an. Wir haben ja im Moment auch eh eine Mehrzahl an bösen Charakteren in der Party, dadurch, dass der Cleric und der Sorcerer böse geworden sind. Ist das vielleicht durchaus angebracht. Achso, hier war ja wieder... Walk on the Water. Wo ist das blöde Schloss? Da unten. Jo. Okay, wo waren die Leute jetzt hier nochmal? Der eine war doch so blöd. Der war doch nicht da, wo ich dachte, dass er war. Der war, genau, der war hier. Very pleased. Okay. So, dann geben wir die ersten... Nein, geben wir die ersten beiden mal dem... Ja, ja. Dem bösen King. Der nimmt sie uns nämlich einfach jetzt auch, glaube ich, weg. Also wir haben gar nicht die Wahl, oder? And that which you have brought me tightens my grasp. Bla, bla, bla. You serve me well. Take my reward. Yep, nimmt uns gleich beide weg. Und obwohl da nur steht 1 Million, ich glaube, wir kriegen schon für jeden, für jeden einzelnen Ort die Million. Hätte ich aber einfach mal drauf achten können, aber ist ja egal. Wird schon passen. So, da ist jetzt nichts mehr. Ach, du hast noch diese bescheuerten Precious Pearls, naja.
gut, dann... Ja, geht ja hier wieder nicht. So, dann setzen wir hier gleich mal eine Beacon, weil hier wollen wir ja... Hier will ich dann ja mal weiter erforschen. Und... Cast... Blistering Heights. Dann steigen wir jetzt erstmal auf. So, dann gucken wir mal, wie viel Level das gebracht hat. Ja. Ja. Okay. Ja, war ganz schlecht. Dann speichern wir mal und da würde ich sagen, dann gucken wir jetzt mal. Gehen wir jetzt mal erforschen. Aber wir können ja vorher noch uns ein bisschen boosten. Das schadet ja sicherlich nicht. Das war das. Dann war hier noch was. Freezing Wind, das ist bestimmt ganz gut. Okay. So. Cast. Return. Und für den Fall, dass es hier auch sowas ähnliches wie Quicksand oder Quicksnow gibt, machen wir lieber Anna Levitate. Okay, na gut, dann gehen wir es mal an. Guten Tag. Erstmal wieder den Rand abgehen. Obwohl, da können wir ja auch schon... Ja, ja. Moment, hier war das doch, wo das so böse Schaden gegeben hat, ne? Das war hier, oder? Ja. Autsch! Ja, es geht. Ne, es war aber woanders. Aber auf jeden Fall Schaden hat es gegeben. Aber gut, wir haben ja auch Resistances. The Marvel Guardian sits humbly at the base of the statue. Pay homage to the ultimate warrior of life. 10.000, ach, haben wir. Your skin has been magically toughened. Aha. Oh. Okay, ja. Nehmen wir. Oh, 10.000 ist zwar reichlich teuer, aber... Autsch! Gut. Super. Gut, dass wir die... gut, dass wir die zusätzlichen Hitpoints hatten, würde ich sagen. So. Was? Aha. Oh, whatever. So. Noch eine Pyramide. Wie schön. Nächster Tag. Okay. Weiter geht's. Uppala. Guten Tag. Was habt ihr? The Internet Warrior of Might? Nö. Might haben wir auch so genug. Bum, 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 bum. Autsch! Was ist das denn? Nee, nur speichern. Oh. Ich glaube, hier war das. Load.
Okay, dann machen wir das mal anders. Setzen wir hier eine Beacon hin. Und gehen jetzt. Wo war denn dieser? Warrior of Life. Nee. Wir rasten erstmal. Jetzt machen wir das. Und jetzt gehen wir zurück. Ich hoffe, dass wir da mehr als 10.000 kriegen, sonst hat sich das nämlich nicht gelohnt. Cast Return. Ja. Ah, das funktioniert. Na, 4.000. Da wollen wir uns mal die Sachen angucken, ob sich das gelohnt hat. Nicht wirklich. Naja, aber 10.000 ist ja, bringt uns ja nicht um hier. 6. Gut. So, und weiter geht's. Nee. Wenn wir mit einer Pyramide anfangen, dann mit der, die wir... die wir ganz am Anfang, in dem Anfangsgebiet entdeckt haben. Nein. Oh, ein Dungeon. Overwhelming Stench. Ach, der Dragons Ding. Nee, das. Nee. Oder? Dragons? Ah, komm. Probieren wir es mal aus. Wir haben bisher nur Mini-Dragons getroffen und die waren ja okay. Okay. Was hast du zu sagen? Heed my humble warning first. These words for living blood do thirst. Mhm. Schön. Okay. Was haben wir hier? Aha. Okay, es macht irgendwie Acid-Schaden. Da kann man ja schon mal... Protection from Elements... Acid. Und dann machst du noch... Du machst noch einen Power Cure. Auf dich. Und auf dich. So. Also über 50 Gems drin. Das ist ja lustig. Was soll das denn sein? Bisschen aus wie so eine Pfütze. Naja. Okay, also wenn die Dragon Cavern aus diesen Viechern hier besteht, dann keine... dann ist das ja alles ganz übersichtlich. Ups, hoppala. Beyond this point will lie your doom. Mm-hmm. These grounds shall be your burial tomb. Okay, ja. Hurra. Okay, wenn du schon so einen freundlichen Hinweis gibst, dann... Gott, das ist aber auch wieder ein unübersichtliches Dungeon hier. Da waren wir schon drin. Ah, hier haben wir angefangen. Okay, dann gehen wir einfach mal alles ab. Quatsch. Das hätte ich mir auch sparen können.
Okay, den Raum haben wir. In dem waren wir auch schon. Und hier war das mit dem Doom, ja? Ah! Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe, was du meinst, Spiel, mit dem Doom. Mhm. Gehen wir mal kurz zurückrasten. Okay. Was können wir denn nochmal zum Boost nehmen? Holy Bonus. From Elements, einmal Cold und einmal Acid. So. Ja, dann schauen wir mal. Ja, dran. Turn back before you're through or dragon's teeth shall chew on you. Ja. Nee, ja, Popelkram. Geht mal aus dem Weg, ich will die Drachen töten. Was waren das eigentlich für Drachen? Das war stimmt. Oh, Gold! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Kill him, kill, 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 kill. Implosion. Implosion. Scheiße, du lebst noch. Implosion? Keine Implosion mehr. Fuck it. Oh, Gott sei Dank. Also, ich würde sagen, hier sind wir noch zu früh. Hm? Was meint ihr? Oh, Power Orb. Speichern. Rasten. Okay. Mit. Haben wir noch Platz eigentlich? Was hast du denn hier? Coin of Free Movement? Brauchen wir nicht. Gold Scimitar? Brauchen wir nicht. Silver Naginata? Brauchen wir nicht. Iron Wakizashi? Brauchen wir erst recht nicht. Steel Metal? Platinum Padded Armor? Platinum Short Sword? Platinum Gauntlets, Ember Staff. Nee. Steel Scale kann weg. Quartz Wand kann weg. Gold Battle Axe kann weg. Stone to Flesh, ja, kann man ja mal behalten. Drop. Whistle of Firebolt. Okay. Ups. Gut, dann speichern wir mal und gucken mal, was passiert, wenn wir uns hier... Wow. Okay, das ist gut. Ja auch? Ja. Noch Platz? Du hast keinen Platz mehr. Puh.
Huhuhuhuhuhu. Also ich meine, es ist ja lukrativ. Also das kann man ja nicht anders sagen. Hier sind wir gekommen. Protection from Elements Visit. Hier gibt's noch. Ja, habe ich schon verstanden, da waren Drachen. Das stimmt. Und zwar grüne, wenn ich das richtig gelesen habe, die in dieser Welt offensichtlich Kälte versprühen. Okay, was ist hier? Now you've done it. Net. Gone too deep. Your bones will lie in a rotting heap. Ja. Okay, das hat bestimmt einen Grund, dass das noch zu ist. Okay. Next. Ja. Implosion ist ein toller Spruch. Und zum Glück sind wir auch offensichtlich schneller als der Drache. Okay. Aha. Bin ja hier ein bisschen... Ach du Scheiße. Das lieber. Wir haben wahrscheinlich keinen Platz mehr, wa? Jo. Oh doch. Hätten noch Platz gehabt. Okay, ich pausiere mal kurz und überlege mir, was ich wegschmeiße. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, ich habe ein paar Sachen weggeschmissen. Wir haben jetzt ein bisschen Platz. Auf jeden Fall musstet ihr euch jetzt nicht die 5 Minuten Item-Schangelei angucken. Okay. Zweimal können wir noch. Sehr gut. Aha. Ganz vorsichtig. Hier sind aber... ich glaube, wir gehen besser... Nee, ich glaube, wir rasten lieber vorher nochmal. Kopf. Achso, ein paar Acid haben wir auch noch. Jo. Was hast du zu sagen? Was? Oh, hier waren wir schon. Ah, sind wir jetzt einmal rum hier. Okay, verstehe. Den Goldhaufen lasse ich da erstmal noch liegen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir nicht mehr genug Platz haben. Achso, hier waren wir auch schon. Muss ja gar nicht vorsichtig sein, der Mensch. So. Da waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Ja, Perks, Mensch. Noch zwei Haufen. Ja, ich würde sagen, die lassen wir. Obwohl, wir können ja eine Beacon setzen.
Oh fuck, blödes Spiel. Okay, da gehen wir mal noch nicht rein. Das hat bestimmt einen Grund. Ich meine, wenn wir diesen Implosion Spell nicht hätten, würden uns die Drachen, glaube ich, ziemlich nass machen. Und vor allem, wenn wir nicht die hohe, den hohen Speedwert für den Zauberer hätten. Okay. Noch mehr Drachen. Ja, hier werden nur welche sein müssen. Implosion, Implosion, Implosion. Hast du eben nicht getroffen, oder was? Was ist denn jetzt los? Also. Run away with all your haste or be reduced to bloody paste. Ja, du bist da relativ... Ich hab da schon verstanden. Ja, oh Gott. Okay. Na gut, ich würde sagen, das reicht erstmal. Nee, du. Obwohl, dann geht der da bestimmt auch nicht. Ja, das war ja klar. Na gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Haben wir hier reichlich Sachen eingesammelt. Bevor ich hier jetzt noch immer wieder raste und das machen wir mal, wenn wir ein bisschen hochstufiger sind, dann machen wir das in einem Aufwasch, würde ich sagen. Oh Gott, wie kommen wir hier dann raus? Wo war denn der verdammte Ausgang? War der... Nee, war der hier? Nee, hier waren wir gerade. Gott, wie kommen wir hier wieder raus? Ist das richtig? Ja. Hier waren wir richtig. Richtig. Ups. Ja. Okay. Huh, okay. Das war Dragon Kevin. Ja, zu einem späteren Zeitpunkt denke ich mal definitiv nochmal herkommen. Aber... jetzt hab ich richtig ein bisschen schwitzige Hände gekriegt. Mag auch an den 40 Grad hier liegen, aber Ultimate Warrior of Speed. Ja, gut, den hätten wir ganz gut gebrauchen können. Obwohl mit Implosion, das hat ja ganz gut funktioniert. Okay, da waren wir überall. Hallo? Wir haben gerade gegen Drachen gekämpft. Jetzt nervt mich nicht, ihr popligen Ranger. Safe. Upala. Oh Gott, das sind ja alle unsere... Nee, du bist zum Glück noch da. Power Cure. Gut. Autsch. Ja, Spiel, ich hab's verstanden. Wir ziehen uns zurück. Wir sind auch ungefähr bei der halben Stunde. Das passt ganz gut. Dann, wo ist denn Town Portal? Dann gehen wir zurück nach Blistering Heights, lecken unsere Wunden, gucken, was wir für Items haben. Und... Gold Belt, Kinetic Longsword.
Das kann schon mal weg. Ja, da würde ich sagen, beim nächsten Mal habe ich dann wieder die Leute ausgerüstet neu und wir machen weiter. Vom Prinzip gibt es da ja noch einiges zu erforschen. Da waren ja auch noch, glaube ich, zwei Inseln westlich davon, von dieser größeren Eisinsel, wo wir gerade waren. Mal gucken, was wir da noch finden. Ja, dann, das war unser kleiner Abstecher in die Dragon Cabin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Tschüss.